Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Harvest Moon, deine Tierparade Let's Plays. Ich bin Recht Kalin und ihr schaut wieder Games for You. So, jetzt gehen wir heute in die Wasserhöhle noch einmal. Und zwar versuchen wir in die Stufe 25 abzusteigen. Und eine schwarze Perle dann logischerweise zu bekommen. Jetzt ist halt natürlich die Frage, schaffen wir das nicht. Aber das werden wir auch erst sehen, wenn wir dort gewesen sind. Also von daher, bei Gelegenheit müssen wir, ich denke, das machen wir aber eher Richtung nächste oder übernächste Folge, uns mal durchlesen, wie das mit dem Reiten genau funktioniert. Weil ich vermute fast, dass wir dafür einen Sattel brauchen werden. Da müssen wir dann mal gucken, wie man den organisiert. Vielleicht braucht man ihn auch gar nicht, das werden wir noch sehen. Damit wir da in Zukunft vielleicht mit der Kuh durch die Gegend hopseln können. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass wir da ein bisschen schneller sind. Also ich meine, das ist eine ganz angenehme Angelegenheit dann. Vorausgesetzt, sie ist da nicht so bockig wie ein Esel. Das ist so die Befürchtung, die ich habe. Bei der Eutina, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die ist ja in der Regel recht gutmütig, wenn sie sich nicht gerade mal in die Pflanzen legt. Ich denke, das könnte was werden. So ein Reittier ist natürlich eine praktische Sache. Ich meine, besser als zu Fuß laufen, allemal. Autos oder Traktoren gibt es ja leider nicht. Wobei, so ein Traktor wäre wahrscheinlich auch ganz nett. Aber ich denke, das ist auch nur praktisch dann der Traktor, wenn man wirklich irgendwie nur ein Rasenfeld hat oder wie auch immer. Ah, da sind wir schon. Sind wir schon fast da. Können wir schön hier reinrennen. Und dann ab nach unten. Die Wasserhöhle. So, genau, hier rein geht's. Ich weiß ja nicht, egal ob ich jetzt Bauer wäre oder nicht, ich würde nicht unbedingt in so ein Feld bzw. in so ein Loch reinhüpfen letztendlich. Weil was anderes ist es hier ja nicht. Und dann Steine klopfen gehen. Würde ich lieber in den Farmbedarf und würde sagen, hier hör mal zu, ich brauche noch eine bessere Gießkanne. Sonst arbeite ich mir hier den Buckel krumm. Aber ich würde doch nicht hier irgendwo wildfremde Höhlen auf gut Glück. Ich meine, wir sind Bauern und keine Geologen. Letztendlich. Das ist ja natürlich auch mal so eine Sache, ne? Also jetzt müssen wir hier rein. Und ich vermute fast, dass wir die schwarze Perle aus einem von diesen gräulichen Gebilden bekommen. Wo geht's denn hier nach unten? Da, okay, da haben wir es gefunden. Weiter, nochmal zur Erinnerung, wir müssen bis Stufe 25 runter tatsächlich, um hier irgendwas reißen zu können. Zumindest laut der Auskunft, die ich bekommen habe oder eingeholt habe. Aber im Moment geht's ja ganz gut nach unten. Stufe 9 jetzt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht mehr in diese Löcher reinhüpfen. Weil da haben wir ja vor zwei Folgen gesehen, oder letzte Folge sogar, bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, dass es nichts bringt. Oder sagen wir mal nicht viel. Stufe 11 schon, Stufe 12 kommen wir jetzt. Das ist natürlich eine... da geht's weiter, Stufe 13. Vielleicht wird das heute noch was. Bin ich mal gespannt. So, zack. Oh nein, Giftgas. Deshalb sind Höhlen gefährlich. Weil dort das Giftgas versteckt worden ist. So, wieder Giftgas, wird ja immer besser. Ich glaube nicht, dass hier in der Nähe das ist. Ich glaube eher, dass... Ach, da oben ist sie ja. Ganz umsonst rumgehauen. Ich habe gedacht, die hätte sich wieder mal unter dem Stein versteckt, die Treppe. Hat sie aber gar nicht. War oben links. Dann rennen wir hier mal rein. Okay. Ah, da unten. Guck. Perfekt. Stufe 15. Nur noch 10. Nee, Stufe 16 sind wir sogar schon. Sprich, nur noch 9 Stufen nach unten. Und das hier wird immer größer. Aber der Instinkt passt natürlich, zack, direkt zur Treppe nach unten durchgelaufen. Ist soweit auch noch eine. Was war das? Stärkungsgas, na, das ist doch gut. Glaube ich. Könnte man Gas gebrauchen, was unsere Ausdauer wieder erhöht.
aber ich glaube, das fällt dann unter Droge. Ob das so gut ist, keine Ahnung. So, wo ist es, wo ist es? Hier rum gehen wir. Den Weg des geringsten Widerstandes. Denn es bringt uns ja auch nichts, wenn wir dann Stufe 25 erreicht haben und dort dann quasi uns die Kraft ausgeht. Nein, Ruhe! Absteigen! Okay, das passt. Wo sind wir denn hier? Ein Onsen oder was ist das? Gehen wir da rein? Oh, wie geil ist das denn? Hier ist ein Onsen mitten unten unter der Erde und diesmal ist er sogar auch mit drin. Da, da, da! Wir entspannen uns. Wie geil das ist, ey. So gut. Ich frage mich ja, ob das vielleicht nicht gegangen wäre, wenn wir noch nicht die rote Glocke geholt hätten. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Onsen sind ja auch erst wieder heiß, seitdem wir die rote Glocke geläutet haben. Ist das vielleicht genau die richtige Reihenfolge gewesen? So, jetzt sind wir hier in der Stufe 22. Wir nähern uns dem Mittelpunkt der Erde immer weiter an. Gubbel, gubbel, was ist hier, gubbel, gubbel? Keine Ahnung. Verrückt. Aber hier geht's auf jeden Fall runter. Das können wir mitnehmen. Silbererz. Ich denke, ist ja praktisch. Ich meine, wir können das Erz ja so oder so gebrauchen. Von daher, warum liegen lassen? Jetzt sind wir in der Stufe, wo es das erste Mal sein kann. Oh, halt, 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 was ist das denn da? Nein, das gibt's doch nicht. Wir waren tatsächlich richtig. Kaum in der Stufe 25 angekommen, liegt die einfach da, so wie wir sie brauchen. Oh Mann, oh Mann. Da machen wir hier jetzt gar nicht großartig rum. Zurück zum Anfang. Das ist ja der Hammer, Leute, der Hammer. Jetzt brauchen wir 5 Fische und vor allen Dingen noch ein Entenei. Wir haben Freitag, das passt soweit. Dann müssten wir eigentlich alles einkaufen können, weil... Aber haben wir Geld? Haben wir Geld? Wir haben kein Geld! Oh nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, okay, okay. Das ist egal. Egal. Hauptsache, wir haben die schwarze Perle. Wir gucken jetzt hier mal, was der günstigste Fisch ist. Das gibt's ja wohl gar nicht. So, komm. Hier. Wehe, wenn du mal keinen guten Preis machst. 170. Das ist mir zu teuer. 160 ist mir auch zu teuer eigentlich, Kollege. Oh, 800 und 24, 20. Wisst ihr was? Dann tun wir das auf morgen verschieben. Sei es drum, da können wir nichts dran ändern. Gucken wir lieber mal, dass wir Kohle ranschaffen noch, indem wir halt so viel einsammeln, wie wir können. Und weil wir dürfen wir nicht vergessen, wir brauchen nicht nur die 5 Fische, sondern wir brauchen auch noch ein blödes Entenei. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir noch organisieren müssen. Aber dafür können wir die blaue Glocke wohl holen. Morgen dann in der Folge, denke ich spätestens. Und wenn das mal kein großes Ereignis ist, dann weiß ich auch nicht. Bin vor allen Dingen mal gespannt, was wir dann dadurch können. Weil das ist ja immer so, wenn du eine neue Glocke freigeschaltet hast, hast du viel mehr Möglichkeiten. Und das ist ja im Grunde genommen auch das, worauf wir aus sind. Eine Miesmuschel, ich bitte dich. Also anscheinend, wenn ich das richtig deute, dann ist wohl das auch vom von der Jahreszeit abhängig, was für eine Art Muscheln hier angespült werden. Das finde ich ja wiederum auch interessant. Also muss man mal genau alles hier im Auge behalten. Wenn sich das tatsächlich ändert, ist das eine ganz coole Angelegenheit. Na, komm. Bisschen Meeresfrüchte und Austern, die müssen auch Kohle geben. Also bitte. Kostet teuer Geld im Laden. Wir finden es hier einfach am Strand. Vielleicht ist es dann deshalb günstig. Oder die ist schon abgelaufen. Das kann natürlich auch sein. Eine ekelhafte Austern, die keiner mehr essen kann, weil sie schon verdorben ist. Bei unserem Glück könnte das sogar sein. Ich hoffe mal nicht. Ah, diese Zikaden. Ich hasse das Zikadengeräusch.
Hört sich für mich immer an, wie gesagt, als ob kleine Kinder schreien. Ich glaube, deshalb wäre der Sommer in Japan für mich auch die Hölle. Nicht nur, weil es knallheiß ist, sondern wegen dem Zikadengeräusch. Okay, wenn du jetzt nicht in der Großstadt bist jetzt. In der Großstadt ist es ja irrelevant. Aber trotzdem. So, dann packen wir hier mal den Spaß rein. Übrigens, danke für den Tipp mit dem in den Rucksack packen. Sache ist nur die, ich laufe ganz gerne hin und her. Ist jetzt nichts, was mich stören würde. So, das hier noch rein. Haben wir noch was drin? Ja, Tatsache. Bisschen Geld müssten wir ja schon bekommen eigentlich, wenn ich das so richtig deute. Wir müssen unbedingt einen Kammerjäger rufen hier, damit er die Zikaden auf unserem Grundstück quasi entsorgt. So, was haben wir hier? Haben wir das... Die schwarze Perle, die lassen wir jetzt mal bei uns im Inventar, würde ich behaupten. Dann wegen... Was ist das da? Das ist doch... Achso, das Eisenerz. Okay. Den Dünger, den werden wir auch mal wegpacken, und zwar eher dann für herbstmäßig, dass wir den da behalten können. So, das ist in Ordnung. Da ist unser Ofen. Das passt. Gehen wir nochmal gucken, ob wir irgendwo Pilze einsacken können oder sowas. Zumindest irgendwie Kleinigkeiten noch. Boah, ich kann das gar nicht abwarten. Wenn wir das morgen tatsächlich schaffen sollten. Holla die Waldfee. Das wäre echt klasse. Beziehungsweise, nee, wir machen das nicht. Wir machen die Folge heute etwas kürzer, nämlich, ich habe gerade drüber nachgedacht, die Sache ist, obwohl, nee, das bringt uns auch nichts. Wir gehen jetzt erstmal pennen, genau, wir gehen pennen. Das machen wir. Und gehen morgen einkaufen. Weil die Sache ist ja die, es bringt uns ja gar nichts, wenn ich jetzt hier quasi nur rumrenne und die Zeit vertrödel, weil wir ja tatsächlich bis morgen pennen müssen, damit wir Kohle bekommen. Also andernfalls wird das ja gar nicht entleert. Genau, das ist auf jeden Fall genug Geld, denke ich mal, um das Ganze zu regeln. Dann kümmern wir uns jetzt nochmal fix ums Viehzeug. Und, ja, ne, das Glühwürmchen fest. Das ist natürlich richtig derbe jetzt. Warum ist das derbe? Ich habe vergessen, dass heute dieses blöde Fest ist. Und an Feiertagen, das müsste ein Feiertag sein, wir werden das aber noch überprüfen in der nächsten Folge, ist ja leider jedes Geschäft geschlossen, was wiederum noch blöder ist, da morgen Sonntag ist. Ha, ha, ha. Also, Pech gehabt, würde ich sagen, in dem Moment. Sehr, sehr ärgerlich. Was ist denn mit dir los, Link? Warum hast du denn da Hunger? Das geht doch gar nicht. Na komm, streicheln und halten, dann... Ah, hier, ne? Link streicheln und so Evo halten, oder was? Das ist ja auch mal eine komische Methode, obwohl wir uns nicht vom Fleck bewegt haben. Dann halten wir dich mal. Stellen wir dich hier ab hier. Kollege, jetzt einfach mal auf den Boden. Was soll denn das? Sind hier nicht bei Hempels unterm Sofa. So. Komm. Und kawum. Der Andi. Da ist der Eduardo. So, komm, 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 pass auf. Alter, ich flippe aus, als wäre blöd. Dümmste Bauer auf der ganzen Welt. So, jetzt hat er hier aber auch jeder was zu fressen bekommen. Das passt. Ums Huftierzeugs kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Muss aber dann doch noch ins Haus rennen, fällt mir gerade ein. Das machen wir jetzt auch. Weil wir müssen ja auch noch speichern, trotz allem, ne? So, komm. Da ist er. So, jetzt aber. Dankeschön fürs Zusehen und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.